So, wir haben jetzt die jungen Männer vorbeigelassen. Inzwischen sind wir wieder live und dreimal durft ihr raten, auf wen ich mich auch ganz besonders hier gefreut habe. Der Herr der Eichhörnchen. Schaut euch das mal an. Der Störche, Spechte und hier für die ganz Schlauen der Uhus. Und das ist er. Und er hat mir leider kein Eichhörnchen in meiner Größe mitgebracht. Aber es ist entschuldigt, weil seine Frau ist krank. Er wünscht mir ganz viel gute Besserung. Aber guckt mal, was er sonst noch so Schönes hat. Und guckt mal hier. Ich habe es ja schon auf dem Bild gesehen, aber live. Alle, die jetzt nicht mit real hier sind, haben echt was verpasst. Und der Martin hat hoffentlich Visitenkarten mit. Dem ziehe ich nochmal die Ohren lang. Wisst ihr, das ist ein Verkäufer, das müsst ihr euch mal vorstellen. Hat keine Visitenkarte und nichts. Schon das letzte Mal haben wir das Internet geschrieben. Aber ihr seid ja alle in der Gruppe und ihr könnt alle den Martin Hanisch anschreiben, falls ihr ein Eichhörnchen kaufen wollt. Ein wunderschönen Kalender. Ich blätter für euch mal ein bisschen. Seht ihr's? Ich hoffe. Weil er kann nicht nur gut Modellbahnen bauen, er macht auch noch geile Bilder. Achso, und für euch hier noch die Preisliste. Mario, den haut es bald um hier. So, und dann gehe ich mal mit euch hier rüber. Und zwar sind wir jetzt hier beim Herrn Schneider, der hobbymäßig lasert. Und ich zeige euch mal ein bisschen, was er so Schönes lasert. Ich bin schon mal wieder begeistert. Ich könnte mir am liebsten hier so ein Fahrrad mitnehmen und so ein Handwagen für die Anlage, die ich gerade baue. So, also wir haben jetzt na, so etwa noch nicht ganz die Hälfte uns schon angeguckt. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Der Mario muss immer auf mich fahren. Ist auch komisch, ne? Und hier seht ihr den Stand vom VSE Schwarzenberg, wo auch zum Beispiel Thomas zu Hause ist. Hobbymäßig zumindest der Geschichte rund um den Schienentrabi. Organisiert und so weiter. Dresden war schon in der Stadtbetreuung wieder. Weil wir sind die schon mit den Döbeln. Wenn ich nach Dresden fahre, weiß ich nicht. Ja, ich bin jeden Tag da. Entweder Freitag oder Sonntag. Kommt ganz darauf an, was das Wetter ist und wie die Zeit aussieht. Wahrscheinlich auch schon mal. Und wir waren doch letztens mal bei Bahn, Bier und so. Ich zeig's euch mal noch was anderes Schönes. Ja, nein, ich muss gerade weg,
verlässt. So, und falls irgendwem von euch noch kein Licht aufgegangen ist, hier seht ihr mal ein paar Lichter, falls ihr noch ein paar braucht. Das wäre ja bestimmt eins für mich. Ich habe den Daniel wahrscheinlich von der Ferne schon gesehen, aber da ich nicht Lene Person bin, seht ihr, was ich sehe. Nur lauter Schultern. Komm aber anders hinterher, beziehungsweise wollte ich hinterherkommen. Ach, guckt mal, ich glaube, da drüben steht er. Er guckt sehr interessiert und weiß gar nicht, dass wir ihn gerade filmen. Haha! Heimliche Aufnahmen von Leuten. Wir sind in der Öffentlichkeit. So, aber zurück. Wir sind also jetzt hier am Stand von Camiso. Und ich muss ja ehrlich sagen, dass, ob ich jetzt überlege, mir doch so ein kleines für mein derzeitiges Diorama mitzunehmen. So ein kleines Andreaskreuz. Wer hier mal Kontakte braucht, aus Sonneberg, bahntechnisch sehr gut anzufahren. Ich sag euch nur, Pico, ihr wisst, also die eingefleischten Verfolger von mir wissen, 26 Stunden auf der Bahn hin und zurück. Und nun guckt euch das mal an, ist das nicht herrlich? Das ist so eine kleine Anlage, da könnte ich den ganzen Tag hier stehen bleiben und gucken. Und die fahren schön gemütlich, die sind nämlich aus Sachsen, die sind immer sehr gemütlich. Wir haben uns nämlich schon letztes Jahr, dieses Jahr, im Frühjahr haben wir uns schon gesehen. Da haben wir nämlich auch schon geschwätzt. Ach, setterst du eine Lampe im Schuh oder will ich ihn noch auf das kleine Diorama draufstellen? Hä? Was sagt ihr denn? So, hier vor gucken wir mal so. Weil hier komme ich zurzeit gerade schon noch nicht wirklich ran. Das ist gut, wenn ihr mir sowas drunter schreibt. Ich guck dann mal, ob wir irgendwo Polizeiautos finden. In welcher Spur? Also Krankenwagen habe ich ja schon gesehen. So, ich versuche mal hier durchzuwursteln. Ich komme mit euch. So, sehr schön. So, jetzt sind wir hier vorne. Also ich lese hier gerade Regina Funkneuheit, Icarus 66. Neues Fahrrad pro Uhr, aber ihr könnt das alles selber lesen und euch derweil mal umschauen. Ist immer schön, wenn ich komme und hier so mit meinem Handy rede, verkriechen sich immer alle ganz schnell. Und das hier ist die Firma Günsel aus Leipzig. Ach, jetzt kann ich gleich noch ein paar Winterfiguren kriegen für mein kleines. Ich muss mal sehen. Weil das muss ich sagen, das hat sich ja echt für mich zum Problem
entwickelt, hätte ich ja gar nicht gedacht, dass man in Spur N nur Mänteln kriegt, die sommerlich gekleidet sind. Und die passen nun mal nicht wirklich auf meine, auf mein Winterdiorama. So, jetzt, wir kommen langsam zu den kleinen Geschichten. Okay, ich guck dann mal, ob wir noch ein paar Polizeiautos finden. Oh, guck mal, hier. Habe ich gerade eins entdeckt. Warte mal, da ist noch ein bisschen Green drunter. Vielleicht ist da auch noch was. Ah, das ist bloß der Anhänger. Na, das ist ja auch niedlich, oder? Das hier ist sicherlich was, was den Rolf zum Beispiel sehr interessieren wird. So, und jetzt gehe ich mal hier rüber mit euch. Nur gucken. Nein, Spur Z. Spur Z, ich wollte gerade sagen, weil ihr S drauf steht. Möchten Sie das hören? Sie wissen nicht, was Sie sagen. Wieso? Andere würden mir die Frage nicht stellen. Wollen Sie die kaufen? Ich weiß noch nicht. Eigentlich bin ich ja, sag ich mal, ich baue jetzt in Spur N. Und das ist mir, ich mag das, aber es ist mir vom Sehen her. Wie können wir das aber reden? Deswegen, man sollte das nehmen. Ich komme dann nochmal hoch. Titi ist besser. Ich habe gesagt, umso älter ich wäre, umso schlechter ich sehe, umso größer werden die Spuren. Nee. Irgendwann reichen die. Können wir das mal rumdrehen? Weil ich, wenn ich hier die Kamera habe, oder warum? Das ist doch richtig. Das Problem ist, dass mein Telefon immer meint, ich sollte ihn umdrehen. Wenn ich irgendwie komisch halte. So, und schau das mal an. Das ist eigentlich was Schönes für mich. Da brauchst du nicht groß gucken, wird gleich gut angemalt, wie ich was zusammenbauen kann. Finde ich gut. Und da ich ein großes Mädchen bin, gehe ich jetzt auch mal mit euch zum Big Boy hin. Schon das letzte Mal im Frühjahr gestanden und gestammt. Gestammt? Ja. Das hört man gerne. Ja, gerne. Muss man ganz einfach so sagen. Wir können auch die Tür aufmachen, wenn wir es dann besser sehen können. Das ist hier mit Druck, oder? Und so, ihr Lieben, guckt mal, ich habe hier, weil ich ein Mädchen bin, darf ich hier sogar mal die Tür aufmachen. Damit ihr das auch in Bangkok ohne Spiegelung seht oder in Argentinien. Ich grüße euch ganz herzlich. Und guck mal, das ist auch als allerliebst, hä? Das Schweineschnäuzchen. In TTE. TTM. Und hier steht es leider nicht da, aber es gibt es auch noch als TT. Der rote Pfeil. Der kann zwar diese Radien hier fahren, aber der wird Thank you.
genug gesehen. Ja. Haben Sie noch einen Flyer? Eine Visitenkarte oder einen Flyer? Die dürfen Sie auch mal mithalten. Mitnehmen sowieso. Aber kommen jetzt welche zu. Könnt ihr es lesen? Jungs, ich habe gerade das Problem, dass ich meinen Mario verloren habe. Ich glaube, der ist schon drei Gänge weiter wie ich. Wie immer. Aber guckt, ich bin hier ein sogenannter Zugführer. Ich war nur ein Gang weiter. Aber da stand jetzt irgendwo gerade der Daniel, den habe ich gesehen. Wir holen ihn also fast ein. Wir werden uns jetzt mal von hinten an den Daniel ranpirschen. Und wir gucken mal kurz derweile auf den Weg dahin. Mario, wir haben einen Auftrag gekriegt, wir sollen Polizeiautos suchen. Ich habe bloß hinten die Krankenwagen gesehen. Da war aber echt kein Polizeiauto dabei. Und guckt, da steht er und lächelt und ahnt noch nicht, wer hier ist. Aber wir gehen gleich. Wir gucken bloß noch hier falsch. So, jetzt oder nie. Alles Papiere. Wir sind weg. Wir haben den Daniel gefunden, es wurde schon gefragt. Und du bist jetzt in Bangkok, in Indien, in Argentinien zu sehen. Aber nicht mehr als Bangkok. Weil, wie du siehst, es gucken schon mal zu. Guck an. Da siehst du das, was in der Sache. Die Sachsen sind bekannt hier, immer schön lächeln. Was? Wie die Sachsen, ey. Oh, wir Sachsen. Und von dort her, wo TT-Bahn in Deutschland. Berlin. Genau. Ich hab's gehört. So, mal her. Na, sehr schön. Gleich mal was zum Zeigen. Wenn wir schon mal hier sind und wir mal Werbung machen können. Oh, hier eine Urkunde. Das ist doch ein lecker Schmetzschuh. Ich sag's doch, ich finde für euch hier nur schöne Sachen. Guck, das ist wie Weihnachten. Ist das ein Traum oder ist es ein Traum? Ich bin gleich ganz aufgeregt, sehe gar nicht, ob ich filmerisch. Hier ist im Original Auslieferungszustand, wurde später entfernt. Diese Lok ist digitalisiert und mit Lichtraumseiter. Ich bin begeistert. Mit Beleuchtung. Ist ein Einzelstück. Und das ist derjenige, der die Streitchen hat. Nico, ich hab dich gerade verraten. In der Tiefe? Ja, ich auch. So, nur hast du ein schönes gesehen. Ich bin total begeistert. Warte, nicht, dass ich da was Falsches gebe. Okay, ich bin vorbereitet. Ach, hier haben wir gleich noch jemanden. Guck. So, und wenn du noch was Schönes sehen willst, nachher bei dem Stammtisch, ich weiß nicht, ob du dabei bist, keine Ahnung. Noch nicht. Zum Beispiel von Lemke, die S-Bahn-TT, sagt dir was. Jo, die habe ich dabei. Die ist vorbereitet für komplette digitalisierte Bedauung. Ein Doppeltriebzug habe ich bei, läuft mit Beleuchtung, mit Wechselbeleuchtung, mit Schublockbeleuchtung, mit nicht so viel erzählen, weil irgendwann muss der Daniel das mit mir bauen. Ne? Nee, Daniel. Und oben, wenn den Türen ist aber nur für Zeit. Habe ich unten im Auto. Ein noch was Schönes? Ich will nur schöne Sachen wissen und sehen. Schade, ich hätte die Wurst, die geht mal mit hoch.
Na nu, aber schnell runter ins Auto. Du bist doch noch ein paar Minuten hier. Ne, nicht bloß ein paar Minuten. Bei uns ist der Sonderfall. Mein Admin ist schneller wie ich. Okay. Ja, die, dann machen wir nachher, weil dann nehme ich den ruhig mal hoch. Wir kriegen hier nämlich noch die Chainsang aus. Komm nicht unten. Da müssen wir bloß mal gucken, wo hier ein Testgleis ist. Und dann setzen wir die mal auf und der ganze Filmchen von der Kleine. Machen wir. Okay. Wir sehen uns. Genau. Bis nachher. Ciao. So, ihr Lieben, wir gehen noch was mal weiter.